Marius, heute hast du auf der Trainerbank die Führung übernommen als Co-Trainer, weil der Peter Hogen verhindert war, war auf einer Hochzeit. Dafür, dass ihr mit dem letzten Aufgebot gespielt habt, hast du das Maximum rausholen können, beziehungsweise deine Mannschaft? Auf jeden Fall. Was sensationell heute, was die Mannschaft geleistet hat. Ja, Kompliment. Es war wirklich eine super Einstellung von den Jungs und ja, ich muss sagen, auch im Endeffekt verdient, 3-2 gewonnen. Was waren die Einzelheiten, die Details, die das Spiel entschieden haben? Was meinst du? Ja, die Details waren, wir sind kompakt gestanden mit zwei Ketten hinten und haben versucht, durch schnelle Ballgewinne schnell in die Spitze zu spielen, was uns auch gelungen ist. Wir bekommen leider dann nach 10 Minuten 1-0, wo wir selber dran schuld sind, weil wir nicht richtig klären, machen aber dann das 1-1. Und dann folglich 2-1, 3-1, natürlich dann das 3-2. Ja, passiert, aber im Endeffekt 3-2 gewonnen, verdienter Sieg. Glückwunsch an die Jungs, an die ganze Truppe. Dein Rückblick auf die Saison, vor allem aus deiner Position als Co-Trainer und Spieler, wie man in den letzten beiden Spielen gesehen hat? Ja, also aus der Trainerposition ist es so, dass es wirklich eine Saison war, die man schnell vergessen will, aufgrund von den vielen Verletzten. Und das wünscht man keinem, dass man sich verletzt, aber dass wir so eine Horrorbilanz haben an verletzten Spielern, war diese Saison wirklich krass. Und hier auch ein Riesenkompliment an unsere medizinische Abteilung, die Docs, unsere Physios. Was sie in den letzten Monaten geleistet haben, war wirklich sensationell, sonst hätten wir das alles gar nicht gepackt. Du hast dich ja sicherlich weiterentwickeln können als Co-Trainer. Was meinst du, wie geht es für dich persönlich dann weiter in der nächsten Saison? Ja, ich habe jetzt nächste Saison nochmal zugesagt als Co-Trainer. Bin gerade dabei, meinen B-Schein zu machen. Und dann schauen wir einfach, was kommt danach. Es ist so, dass ich mich super wohlfühle in Spielberg, super mit dem Peter zusammenarbeite, mit dem Tormann-Trainer Stefan Karch, mit unserem Athletiktrainer Simon Bruder. Und es macht einen Riesenspaß. Ich lerne viel, ich nehme viel mit. Und ich hoffe, dass es nächste Saison genauso wieder ist. Und was meinst du, was ihr als Mannschaft nächste Saison angreifen könnt? Ja, schwer zu sagen. Wir haben nächstes Jahr auf jeden Fall einen sehr breiten Kader. Haben wirklich tolle Neuzugänge. Das heißt, erstmal die in den ersten Wochen zu integrieren und den Konkurrenzkampf ein bisschen anzufachen. Und dann schauen wir, was geht. Die ersten Spiele natürlich wieder abwarten. Ja, das sind so Fußballfloskeln eigentlich. Aber ich denke, wir haben nächstes Jahr eine gute Truppe und wollen auf jeden Fall nicht so eine Horrorsaison haben wie diese Saison. Marius, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Sommerpause und für die nächste Saison. Dankeschön.